Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Von mir, Makoto. Ja, ein Spiel, was ich definitiv zu einem meiner Lieblings-Adventures der letzten Jahrzehnte zählen kann. The Night of the Rabbit vom Team The Dalek. Bekannt von Adventures wie Deponia oder Edna bricht aus, Harveys neue Augen. Und The Night of the Rabbit, ein Spiel, was es leider, wo es keine Fortsetzung geben wird. Ja, wer es nicht, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, aber das Spiel wurde nicht so gut verkauft. So, das heißt, eine Fortsetzung wird nicht machbar sein. Man sieht schon hier weiterspielen. Das Spiel habe ich natürlich schon mal angespielt. Schon gespielt, öfter mal. Also ich kenne es. Ich weiß nicht, ob ich hier 100% schaffen will, also ob ich versuchen will, alles zu bekommen hier. Ich werde natürlich ein neues Spiel starten und einfach mal schauen. Eben gerade ist es mir ein paar Mal abgestürzt vom Intro. Und hoffe einfach mal, dass es stabil bleibt und jetzt auch gleich weiterläuft. Und ja, ohne weiter Vorreden, los geht's. Wer das Adventure kennt, der weiß, was euch erwartet. Wer es nicht kennt, willkommen auf einer abenteuerlichen, magischen Reise. Ja. Und schon sind wir im Spiel. Und ich finde es ja immer spannend, sei es jetzt ein Spiel, sei es Film, Serien, Animes, was auch immer, wenn man es kennt und dann nochmal von vorne sieht, ist das wahnsinnig interessant. Dann sieht man halt Dinge und man connectet sie nochmal. Und darum ist es immer, finde ich schön, wenn man Sachen zweimal sieht, vor allem die einem gefallen hat. Also so sieht man noch mehr Connection und sieht einfach, wie großartig es doch ist und wie auf Details geachtet wurde. Ja, wir sind ein weißer Hase, ne, den haben wir ja schon öfter mal, oder sieht man ja auch im Screen, den sieht man in der Packung. Und wir sind ja in einer, auf einer Lichtung, im Nebel, im Hintergrund, ne. Sieht so ein bisschen aus wie das eben gerade. Das sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Wicht, der hier sitzt, aber es ist eine Wurzel. Merkwürdige Gestalt. Ja, wer bist du denn? Oh, wer bist du? Bist du etwa stumm? Soll das heißen, du weißt es nicht? Hast du dich verlaufen? Bevor es weitergeht, kann ich in Optionen, weil ich würde gerne mal. Die Stimmen kommen mir sehr leise vor. Ja, ich habe mich verlaufen. Oh, dann suchst du wohl den Anfang deiner Geschichte? Wenn wir dir einen Anfang finden, weißt du sicher, wie es weitergeht. Du ahnst ja nicht, welch ein Glück du hast, mir über den Weg zu laufen. Mit Geschichten kenne ich mich gut aus. Aber du bist doch hoffentlich nicht gekommen, um eines meiner Abenteuer zu klauen. Na gut, wenn wir einen Anfang finden wollen, dann müssen wir nach etwas suchen, das sich anfühlt wie ein Es war einmal. Folge mir. Das Spiel ist übrigens aus dem Jahre 2013, also nicht gewundert, wenn ab und zu mal was flackern sollte oder wie gesagt, aber dafür, es ist zeitlos. Adventures sind immer zeitlos. Da bist du ja. Jetzt müssen wir nur noch deinen Anfang finden. Selbst wenn man sich verliert. Anfänge findet man überall. Und nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Du wirst ihn sofort erkennen. Ein Anfang duftet nach Frühlingsluft
und der Hoffnung auf mehr. Ein Anfang ist, du weißt schon, aber Enden sind ganz anders. Verstehst du? Eigentlich nicht, aber ja, doch, natürlich verstehst. Wirklich? Ich habe schon lange niemanden mit so einem scharfen Verstand getroffen. Hast du eben etwas gehört? Ja. Der Nebel muss meiner Fantasie einen Streich gespielt haben. Es ist kalt geworden, findest du nicht? Folge mir. Das war doch eine Echse. Echsenmenschen? Glück, dass ich über dich gestolpert bin. Alleine hättest du deinen Anfang bestimmt nicht gefunden. Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Naja, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Es sei denn, der Nebel wird noch dichter. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Seltsamer Typ. Er erinnert mich an eine Figur aus einer meiner alten Geschichten. Hoffentlich verläuft er sich nicht. Nicht mal ich könnte sagen, wo er landet, wenn er hier verloren geht. Oder wann. Also, dann wollen wir seinem Anfang etwas auf die Sprünge helfen. Oh, dieser Anfang reimt sich. Den muss ich mir sofort notieren. Seltsamer Typ. An einem Ort, fast dort, wo du jetzt gerade bist, wo die Sommersonne abends sanft die Felder küsst, ist's für Jerry Haselnuss Zeit, ins Bett zu gehen, um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch allein. Mama, ein Zauberer will ich sein. Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun. Bald, mein Schatz. Doch jetzt musst du ruhen. Und wie Mütter das tun, so flüstert sie sanft. Gute Nacht. Bald schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Und bald schon, ja bald, denn der Morgen ist nah. Dann wird Jerrys größter Traum endlich wahr. Sommerferien? Die Schule geht übermorgen wieder los, Jerry Schatz. Vergiss nicht, deine Schulsachen zu packen. Ach, in 2 Tagen geht die Schule wieder los. Noch 2 Tage Abenteuer. Jeden Morgen beginnt Frühsport. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Oh, was ist denn das für ein Sender? Hier läuft doch sonst immer nur Popmusik rauf und runter.
die Krähen haben es gestern wohl übertrieben, denn keine einzige lässt sich heute am Himmel blicken. Ein schöner Tag. Krähen? Aber bloß nicht ausruhen und einrosten, sonst macht man es ihnen morgen umso einfacher. Machen Sie einfach mit. Wenn Sie keine Lust auf unser Programm haben, dann starten Sie einfach so in den Tag. Stellen Sie sich ein kleines Kreuzchen vor, das in der Luft schwebt. Da können Sie dann draufklicken und jederzeit aussteigen. Wow! Wenn er das so beschreibt, sehe ich das direkt vor mir in der Luft schweben. Aber warum aussteigen? Denken Sie, dass Sie schon alles wissen? Ha! Schlauberger! Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Ja, und das ist das Tutorial und das fand ich damals so intrigiert, verstehst du? Sonst kommen irgendwelche Einblendungen, hier ist einfach das Radio. Und zwei Dinge, erstens, die Musik in diesem Spiel ist einfach genial. Und die Musik ist von vorne so schön, so allein jetzt hier, allein am Anfang, allein hier jetzt im Hintergrund. Dann die Animationen, die Grafiken, alles so schön, so dieses, ja, comichafte, aber es hat so viel Stil, ne? Ja, ich mach da gleich. Es sieht einfach... Ja, ich muss da erstmal erzählen. Ja, auf jeden Fall, ich finde das so schön gemacht, einfach so liebevoll. Und liebe einfach diesen Stil. Ja, und... Okay, wir machen das mal. Kinderspiel. Und so können Sie alles angehen. Ansehen, sprechen, benutzen, herumlaufen. Einfach nur anklicken. Ein Klick. Alles ein Klick. Aha. Ja, ja. Ist das hier eine Verkaufsveranstaltung oder was? Probieren Sie es gleich nochmal. Diesmal sprechen Sie das Radio an. Ja, da wo die Stimme herkommt. Ansprechen? Das Radio? Und wieder einfach nur anklicken. Einfach nur ein Klick. Und die zweite Sache ist, dieses Spiel ist sehr poetisch, wie man gesehen hat. Und auch sehr, wie gesagt, es ist halt wie ein Märchen. Und deshalb für mich ein geniales Adventure. Ich möchte meine Mutter grüßen. Der junge Herr Haselnuss grüßt seine Mutter. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Hey, aber wie? Ein Klick, alles ein Klick. Na, merken Sie, wie sich die Muskeln und Fasern in der Streckung dehnen, wenn Sie etwas anklicken? Tut das nicht gut? Oh, er hat recht. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Sie denken sich sicher, ich sollte häufiger Frühsport machen. Du, auweia, der ist gut. Und wissen Sie was? Was? Das können Sie. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Und weiter geht's. Einige Dinge kann man angucken und einsammeln. Das ist gut für den Rücken. Immer schön angucken und einsammeln. Also, suchen Sie sich einen Gegenstand zum Angucken. Wie wär's mit dem Korb da auf der Fensterbank? Sie haben schon etwas zum Einsammeln gefunden. Na dann los. Es ist so gut gemacht, einfach. Ich liebe es. Gut so, das ist gut für den Rücken. Sie tragen den Korb nun bei sich. Sie öffnen das Inventar, indem Sie das Mausrad nach unten drehen. Oder die I-Taste drücken. Mann, oh Mann. Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Tut das nicht gut? Ihr Inventar. Hier können Sie mehr sammeln, als Sie glauben. Gegenstände herumtragen ist gesund. Außerdem kann man sie ansehen. Benutzen Sie dazu im Inventar Ihre rechte Maustaste. Alrighty then. Hübscher Kopf. Hey, das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut. Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut, nicht wahr? Absolut. Und jetzt probieren Sie die linke Maustaste. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Klicken Sie mit links auf den Korb. Ups. Der Griff ist abgefallen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Normalerweise nehmen wir mit links Gegenstände im Inventar auf. Aber ärgern Sie sich nicht. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Den Korb kriegen Sie bestimmt im Nu wieder repariert. Bestimmt. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. So können Sie den Gegenstand mit anderen Gegenständen in Ihrem Inventar benutzen. Benutzen Sie einen der Gegenstände mit einem anderen. Das bringt auch den Kreislauf in Schwung. Okay. Na, das war doch gar nicht so schwer. Stimmt, das war ziemlich leicht. Und?
Merken Sie, wie sich Ihr Puls beruhigt? Das ist ein gutes Gefühl, wenn man Dinge, die man kaputt gemacht hat, wieder reparieren kann, oder? Stimmt. Ja. Und jetzt zum nächsten Schritt. Sie können Gegenstände auch mit Ihrer Umwelt benutzen. Klicken Sie mit links auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Oder die I-Taste drücken. Oder das Mausrad nach oben drehen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Sehr gut. Zeigen Sie den Korb doch einfach einem geliebten Familienmitglied. Wem soll ich den Korb zeigen? Ich glaube, Ihre Mutter hängt auf der Wiese vor dem Haus gerade Wäsche auf. Auweia, der ist gut. Man könnte meinen, der spricht direkt mit mir. Benutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter, indem Sie den Korb zu Ihrer Mutter führen und mit der linken Maustaste mit dem Korb auf sie klicken. Hey, Mutti, hier, ein Korb. Oh, Jerry, du hast den Korb. Ja, und der ist auch ganz heil geblieben. Das ist sehr gut. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Etwa für Brombeerkuchen? Ja, Jerry, Schatz. Au, Backe. Einmal Brombeeren sammeln. Check. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihr Fitnessprogramm für heute absolviert. Und denken Sie daran, ein Wadenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer wilden Krähe fliehen. Hä? Wovon spricht der denn? Bleiben Sie fit, bleiben Sie froh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit. Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen. Und... Ja, und damit willkommen im Spiel. Es ist so gut gemacht, das Tutorial. Und ja, Mauswaldfunk. Was hat es denn mit den Krähen auf sich? Das werden wir alle später noch erfahren. Und dann, ja. Okay, jetzt erstmal Hauptmenü. Ich würde gerne mal... Genau, die Musik, die Sprache ist schon 100%. Die lassen wir auch so ein Gesamt SX, also die Soundeffekte machen wir ein bisschen runter. Die Musik machen wir mal. Die können wir ruhig so lassen, die finde ich. Soundeffekte machen wir auch ein bisschen. Die Videos sind ja ein bisschen lauter immer, dann machen wir die so. Gesamtlautstärke machen wir so. Okay. Knochen trocken. Es hat schon seit Wochen nicht mehr geregnet. Was für ein Sommer. Ja, das ist mit Soundeffekten ist jetzt gut. Man hört die Vögel. Man hört die Musik, aber auch die Stimmen. Perfekto. Okay, erstmal speichern. Ja, das ist übrigens hier 11.3.2019. Da habe ich mal probiert anzufangen. Aber wir machen jetzt hier weiter. Ein Jahr später sozusagen. Okay, und das Tagebuch. Oha. Ich glaube, hier geht's. Ein Fremder kann dich durch den Nebel führen. Eine seltsame Lichtung, ein sagenumwobener Baum, eine schwarz gekleidete Gestalt und ein Reisekoffer. Wie geheimnisvoll. Jerrys größter Traum ist es, Zauberer zu werden. In der Nacht beobachten ihn leuchtende rote Augen durch das Fenster. Noch 2 Tage Sommerferien. Auf ins Abenteuer. Jerry winkt ein leckeres Stück Kuchen, aber dazu braucht Jerrys Mutter einen Korb voll Brombeeren. Oh, wait. Okay, damit würde ich sagen, sind wir da. Okay. Gucken wir mal, was es hier alles so gibt. Wir haben noch keine Hotspot-Taste, die kommt später auch. Wir reden erstmal mit unserer Mutti. Mama? Ja? Was sollte ich für dich sammeln? Heidelbeeren? Oder wie? Brombeeren, Jerry, Brombeeren! Nimm den Korb auf der Fensterbank mit! Die Beeren nicht einfach in die Hosentasche stecken! Nein! Danke! Und da sagt mal einer, mit 12 kann man nicht mehr dazulernen. Ha! 12 ist der Junge. Ja. So. Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden.
Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Dogs. Zeitreisende auf 4 Pfoten. Alright. Ach ja, Schule, das war noch Zeiten, ne? Als ich noch zur Schule musste. Ich steck mir eine Karotte für später ein. Soll ja gut für die Augen sein. Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen. Aua. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Boah, 2 Mark. Holy. Das waren noch Zeiten, da. Wir nennen den alten Stein hier den Zwerg. Mama sagt, er hat schon lange vor uns hier gewohnt. Huch. Pass weiter gut auf uns auf, alter Zwerg. Hat Unkraut gezupft oder was? Was ist das hier? Können wir gerade irgendwas greifen? Süßdüffende Erdbeeren. Oh, süß und saftig. Saftig und süß. Jerry! Ja, Mama, schon gut. Ich esse nicht alle auf. Was? Jerry, du sollst nur nicht vergessen, deine Schulsachen zu packen. Ja, mach ich morgen. Schule. Ach ja. Erdbeeren. Da haben wir gegessen. So, Karottenbeet haben wir schon. Radio. Briefkasten. Hasenischer Briefkasten. Leer. Ich glaube, Mama hat die Post vorhin schon mit reingenommen. Okay. Regentonne, ansonsten ist hier erstmal nichts. Mutter, Fahrrad. Hier ist auch nichts. Ein verlassenes Nest. Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Das wäre schön.